Hallo zusammen, ich lese EÜR leicht gemacht. Die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Ich bin bei erstens vorab und das Ganze ist in Lektionen unterteilt. Und es sind insgesamt 23. Ich bin in Lektion 4 eingekommen. Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Und die Lektion geht von Seite 59 bis Seite 52. Und mit der Lektion endet der erste Teil. Ist die längste Lektion bisher, deshalb kann das ein bisschen dauern, bis ich damit durch bin. So, ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist in der Regel die Steuer, mit der ein Unternehmer am meisten konfrontiert wird. Jede Eingangsrechnung ist zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß ausgestellt wurde, um den Vorsteuerabzug nicht zu gefährden. Mit jeder Ausgangsrechnung ist, in Klammern zumeist, Umsatzsteuer vom Leistungsempfänger einzufordern. Die Buchhaltung ist darauf ausgerichtet, anhand der gebuchten Geschäftsvorgänge die Voranmeldung, in Klammern regelmäßige Umsatzsteuermeldung an das Finanzamt, Klammer zu erstellen. Doch wie ist der Aufbau des Umsatzsteuerrechts? Welche Fallstricke existieren? Nachfolgende Teillektion wird Ihnen helfen, den Bereich der Umsatzsteuer etwas zu überblicken und in Klammern teure Fehler zu vermeiden. Haben wir mit der Einführung Ihr Interesse geweckt, können Ihnen die Autoren das Buch Umsatzsteuer leicht gemacht aus dem gleichen Verlag empfehlen. So. Jetzt sind wir bei Fall 13 angekommen, der Kreislauf der Umsatzsteuer. Herr U, Drogerieangestellter, möchte sich gerne mit einer eigenen Drogerie selbstständig machen. Großen Respekt hat er jedoch vor der Umsatzsteuer. Sein Schwager S, selbstständiger Taxifahrer, schimpft stets und ständig über die zusätzliche Belastung durch die Umsatzsteuer. Belastet die Umsatzsteuer in der Regel tatsächlich den Unternehmer? Die Umsatzsteuer ist im unternehmerischen Bereich ein durchlaufender Posten. Sie wird vom Unternehmer treuhänderisch erhoben und an das Finanzamt abgeführt. Die an den Kunden erbrachten sonstigen Leistungen und Lieferungen werden netto abgerechnet. Erst am Ende wird die Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag, den Umsatz, aufgeschlagen. Die Umsatzsteuer, die im unternehmerischen Bereich selber für Eingangsumsätze, Wareneingang oder Leistungseingang gezahlt wurde, wird als Vorsteuer von der eigenen Umsatzsteuerschuld abgezogen. Sowohl die eingenommene Umsatzsteuer als auch die bezahlte Vorsteuer wird dem Finanzamt gemeldet durch die Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn der gemeldete Umsatzsteuerbetrag höher ist als die gemeldete Vorsteuer, ergibt sich ein Zahlungsanspruch gegenüber dem Finanzamt. Wurde durch das Unternehmen mehr Vorsteuer bezahlt als Umsatzsteuer eingenommen, ergibt sich ein Erstattungsanspruch.
Das Finanzamt zahlt in diesem Fall das Steuerguthaben aus. So, das finde ich doch mal gut. Also ich habe mehr Vorsteuer bezahlt und deshalb habe ich einen Erstattungsanspruch. Melde ich auch dem Finanzamt. Vor August muss ich das bis zum 10. September fertig haben. So sieht der vereinfachte Umsatzsteuerkreislauf aus. So, Feuerau 14, das Steuersparmodell. Fall 14, das Steuersparmodell. U ist hin und weg. Sobald er Unternehmer ist, entfällt für ihn also die Umsatzsteuerbelastung, da er die Umsatzsteuer als Vorsteuer ziehen kann. Das ist so nicht richtig. Unternehmen werden wie Privatpersonen mit der Umsatzsteuer entbelastet, zum Beispiel bei der Ausführung von steuerfreien Umsätzen, der Besteuerung als Kleinunternehmer. Umsätze des privaten Verbrauchs, Entnahmen, Kauf von Waren für private Zwecke. Die Steuerpflicht, Steuerbarkeit. So. Es werden im Umsatzsteuerrecht nur die Umsätze besteuert, die innerhalb Deutschlands ausgeführt werden. In diesem Fall spricht man von steuerbaren Umsätzen. Wird zum Beispiel Ware in Slowenien verkauft, unterliegt der Verkauf nicht der deutschen, sondern der slowenischen Umsatzsteuer. Damit es sich um einen steuerbaren Umsatz handelt, müssen folgende fünf Merkmale erfüllt sein. Beschluss 1 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes. Erstens, die Lieferung oder sonstige Leistung muss zweitens im Inland, drittens durch einen Unternehmer, in Klammern nicht Privatperson, viertens im Rahmen des Unternehmens, fünftens gegen Entgelt ausgeführt worden sein. Das Inland in Klammern zweitens ist vereinfacht das deutsche Festland. Der Unternehmer drittens ist ein Begriff aus dem Umsatzsteuerrecht. Er kann natürlich auch eine Frau sein oder eine GmbH. Die Bezeichnung wird neutral verwendet. Umsätze, die im Privatbereich erfolgen, zum Beispiel Verkauf der Briefmarkensammlung, sind nicht steuerbar, auch wenn der Verkauf durch einen Unternehmer erfolgt. Die Umsätze müssen im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit, Rahmen des Unternehmens, viertens erfolgen. Beim Entgelt, fünftens, muss nicht immer Geld fließen. Auch der Tausch von Gegenständen unterliegt zum Beispiel der Umsatzbesteuerung. Ein weiteres gebräuchliches Beispiel ist die private Nutzung des betrieblichen Pkw. Ebenfalls dem Eigenverbrauch unterliegt zum Beispiel die Entnahme von Waren aus dem Unternehmen. Für solche Fälle wird ein fiktiver Wert
angesetzt. Eine Besonderheit ist bei Wareneinkäufen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft EG zu beachten. Heißt mittlerweile anders, ist aber auch egal. Diese Einkäufe, in Klammern Fachbegriff, innergemeinschaftlicher Erwerb, Klammer zu, werden in Deutschland ausgeführte Diese Einkäufe werden wie in Deutschland ausgeführte Umsätze besteuert. Das hängt mit den fehlenden Grenzen und damit verbundenen fehlenden Zollanmeldungen zusammen. Innergemeinschaftliche Lieferungen und Leistungen müssen durch den leistenden Unternehmer in einer zusammenfassenden Meldung gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. Dabei ist sowohl die eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer als auch die des Leistungsempfängers anzugeben. Beschluss 18a und Beschluss 18b des Umsatzsteuergesetzes. Leitsatz 3. Grundlagen der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer besteuert in Deutschland ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen. Der reguläre Steuersatz beträgt 19% und der ermäßigte Steuersatz 7%. Der Unternehmer muss dem Finanzamt eine Umsatzsteuervoranmeldung einreichen. In dieser werden die ausgeführten Umsätze mit der zu zahlenden Umsatzsteuer aufgeführt. Die vom Unternehmer bezahlte Umsatzsteuer kann als Vorsteuer von der Umsatzsteuerschuld abgezogen werden. Der Ort des Umsatzes, damit ist der Leitsatz zu Ende und es beginnt was Neues. Der Ort des Umsatzes. Die Umsatzsteuer zielt immer auf den Inlandsbegriff, in Klammern Deutschland, ab. Daher sind beim Umsatzbesteuerungsverfahren zwei Fragen zu stellen. Erstens, wo wurde der jeweilige Umsatz ausgeführt? Im Inland oder im Ausland? Zweitens, erfolgte eine Lieferung oder eine sonstige Leistung? Für die Definition des Lieferungs- bzw. Leistungsortes sind die Beschlüsse 3 bis 3g des Umsatzsteuergesetzes zuständig. Anhand der alphabetischen Nummerierung des Paragraphen sehen Sie, dass die Bestimmung des Ortes kein leichtes Unterfangen ist. Es gelten folgende Grundkonstellationen. Lieferungen sind Vorgänge, in der einer anderen Person die Verfügungsmacht über einen Gegenstand eingeräumt wird. Zweitens, Lieferungen werden dort ausgeführt, wo der Empfänger über den Gegenstand frei verfügen kann. Beschluss 3 Absatz 7 des Umsatzsteuergesetzes. Drittens, wird ein Gegenstand versendet, so wird die Lieferung dort ausgeführt, wo die Versendung beginnt. Beschluss 3 Absatz 6 des Umsatzsteuergesetzes. Viertens, alle Sachverhalte, die keine Lieferung sind, gelten als sonstige Leistungen. Vermietung, Beratung, Gutachten etc. Beschluss 3 Absatz 9 des Umsatzsteuergesetzes. Fünftens, wird eine Leistung an eine Privatperson ausgeführt, gilt der eigene Firmensitz als Ort der ausgeführten Leistung. Beschluss 3a Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes. Sechstens, wird eine sonstige Leistung an einen anderen Unternehmer ausgeführt, gilt der Firmensitz des anderen Unternehmers als Ort der ausgeführten Leistung. Beschluss 3a Absatz 2 des Umsatzsteuergesetzes. Ca. 95% der alltäglichen Geschäftsvorgänge werden durch diese Grundregeln umsatzsteuerlich abgedeckt.
Für die verbleibenden 5% existieren zahlreiche Sondervorschriften. So. Fall 15. Von der Steuer befreite Umsätze. Fall 15. Von der Steuer befreite Umsätze. Herr U., frisch gebackener Drogeriebesitzer, hat einen Bekannten, einen Facharzt für Gynäkologie. Dieser prahlt damit, die Umsatzsteuer abgewählt zu haben. Herr U. möchte gerne wissen, ob das sein kann und ob das auch bei ihm und seiner Drogerie möglich wäre. Diese Befreiungen resultieren zum einen aus dem Ort des Umsatzes. Diese Befreiung resultiert zum einen aus dem Ort des Umsatzes, zum anderen aus politischen Erwägungen oder um einfach die doppelte Besteuerung eines, in Klammern, Verkehrsvorgangs zu vermeiden. Die Steuerbefreiungen sind abschließend im Beschluss 4 Umsatzsteuergesetz aufgeführt. Die Umsätze aus einer Drogerie unterliegen nicht einer Steuerbefreiung. Herr U. kann die Umsatzsteuer also nicht abwählen, sondern muss seine Umsätze der Umsatzsteuer unterwerfen. Die Drogerieumsätze werden mit dem regulären Steuersatz von 19% besteuert. Übersicht 8. Beispiele für steuerfreie Umsätze. So, das ist eine Tabelle. Die besitzt 3 Spalten. Spalte 1 ist Umsatz, dann gibt es eine Beschlussangabe und dann gibt es Besonderheiten. So, als allererstes Definition der Steuerbefreiung durch den Ort der Lieferung. Ausfuhrlieferung nach Beschluss 4 Nummer 1a des Umsatzsteuergesetzes. Lieferung ins Drittland nicht EG. Ausfuhrbelege sind aufzubewahren. Und dann gibt es die innergemeinschaftlichen Lieferungen nach Beschluss 4 Nummer 1b des Umsatzsteuergesetzes. Lieferung in EG nicht Drittland. Ende immer im Bestimmungsland. Enden immer im Bestimmungsland. So. Definition der Steuerbefreiung durch die Art des Umsatzes. Kredit- und Geldgeschäfte, Beschluss 4 Nummer 8a bis 8i des Umsatzsteuergesetzes, langfristige Vermietung. Wohnung nicht Hotel Camping, Sozialversicherung, Beschluss 4 Nummer 1515a des Umsatzsteuergesetzes, Arbeitsämter, Krankenkassen,
Schule und Bildung. Nummer, Beschluss 4, Nummer 21 des Umsatzsteuergesetzes. Bescheinigung oder staatliche Genehmigung muss vorliegen. So, die Wohnung hier ist langfristige Vermietung, ist eine Genossenschaftswohnung. Das heißt, die kann ich beim Umsatzsteuervoranzug nicht berücksichtigen. Und Krankenkassenbeiträge habe, zahle ich auch keine Umsatzsteuer drauf. Der ermäßigte Steuersatz, Beschluss 12 des Umsatzsteuergesetzes. Neben dem Regelsteuersatz von 19% existiert noch der ermäßigte Steuersatz. Dieser Steuersatz beträgt derzeit 7%, Beschluss 12 Absatz 2 des Umsatzsteuergesetzes und gilt für bestimmte Lieferungen, zum Beispiel Lebensmittel oder Leistungen, Filmvorführungen, Zirkusvorstellungen. Die ermäßigte Besteuerung erfolgt ebenfalls aus politischen Erwägungen. Zum Umsatzsteuergesetz existiert eine Anlage 2, Liste der dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände. In dieser Anlage sind abschließend die dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände aufgeführt. Das reicht von Pferden bis zu Kunstgegenständen. Die Veräußerung von Gegenständen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, unterliegen dem vollen Steuersatz. Dem ermäßigten Steuersatz unterliegen Leistungen. Die dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Leistungen sind im Beschluss 12 Absatz 2 des Umsatzsteuergesetzes abschließend aufgeführt. So, Leitsatz 4 ist wieder farbig abgesetzt. Begünstigte Umsätze im Umsatzsteuerrecht. Abhängig vom Ort der Lieferung, der sonstigen Leistung oder von der Art des Umsatzes unterliegen bestimmte Umsätze nicht der Umsatzsteuer. Sie sind steuerfrei. Diese Befreiungen sind im Beschluss 4 des Umsatzsteuergesetzes aufgeführt. Für in Deutschland ausgeführte steuerbefreite Umsätze ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Andere Umsätze sind dadurch begünstigt, dass sie nur einem ermäßigten Steuersatz von derzeit 7% unterliegen. Die Ausstellung von Rechnungen im Umsatzsteuergesetz, Beschluss 14 Umsatzsteuergesetz. Die Systematik des Umsatzsteuerrechts ist sehr betrugsanfällig. Das hängt mit dem Erstattungsanspruch der gezahlten Vorsteuer zusammen. Die Vorsteuer ist erstattungsfähig, wenn die Leistung erbracht wurde und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt oder wenn die Rechnung vorliegt und die vor Ausführung der Leistung bereits bezahlt wurde. Beschluss 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes. Bevor ein Unternehmer die Rechnung bezahlt hat, kann er also die Vorsteuer aus der Rechnung gegenüber dem Finanzamt melden und sich erstatten lassen. Thank you.
das Finanzamt die vorgelegten Rechnungen schneller auf Betrugsversuche überprüfen kann, bestehen sehr hohe Anforderungen an eine ordnungsgemäße, dem Vorsteuerabzug begründete Rechnung. Übersicht 9. Erforderliche Rechnungsangaben nach Beschluss 14 Umsatzsteuergesetz. Name und Anschrift des leistenden Unternehmers, Name und Anschrift des Leistungsempfängers, Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer, Ausstellungsdatum der Rechnung, fortlaufende Rechnungsnummer. Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. Lieferung, nach dem jeweiligen Steuersätzen aufgeschlüsseltes Entgelt, eventuell ausgehandelte Entgeltminderungen, zum Beispiel Skonto, Steuersatz und Steuerbetrag, sowie eventuell bestehende Steuerfreiheit für Lieferung bzw. sonstige Leistungen. Wird jedoch lediglich ein Betrag bis maximal 150 Euro in Rechnung gestellt, sind die Angaben nach Beschluss 14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz nicht zwingend erforderlich. In diesen Fällen spricht man von sogenannten Kleinbetragsrechnungen, die gemäß § 13 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung nicht alle Angaben enthalten müssen. Zu den aus sich hieraus verständlichen Grundsätzen im Vorsteuerabzug gleich eine Übersicht. Jetzt kommt die Übersicht. Übersicht 10. Grundsätze zum Vorsteuerabzug. Beschluss 15 des Umsatzsteuergesetzes. Vorsteuer ist die einen von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, die beim Zoll bezahlt werden muss, wenn Gegenstände aus einem Drittland, Schweiz, Japan etc. eingeführt wird, der Fachbegriff dafür lautet Einfuhrumsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, die für einen innergemeinschaftlichen Erwerb bezahlt wird, in Klammern Fiktion der eigenen Umsätze. Die Steuer bei der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gemäß Beschluss 13b Umsatzsteuergesetz. Der Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen. Für die Vorsteuer, die in den nicht abziehbaren Betriebsausgaben außer bei angemessenen Betriebsbewirtungsaufwendungen enthalten ist. Ein Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen. Für die Vorsteuer, die in den nicht abziehbaren Betriebsausgaben außer bei angemessenen Bewirtungsaufgaben enthalten ist, wenn keine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Bei Ausführung steuerfreier Umsätze, es sei denn, die Steuerbefreiung begründet nur darauf, dass der Ort der erbrachten Lieferung bzw. Leistung nicht im Inland ist. Ausfuhrlieferung, innergemeinschaftliche Lieferung. Ein anteiliger Vorsteuerabzug ist möglich, wenn der angeschaffte Gegenstand sowohl für umsatzsteuerpflichtige als auch freie Umsätze verwendet wird. Eine Aufteilung ist per Schätzung möglich.
Die Soll- und die Ist-Besteuerung, Beschluss 16 Umsatzsteuergesetz, Beschluss 20 des Umsatzsteuergesetzes. Grundsätzlich erfolgt die Besteuerung mit Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten. Das bedeutet, wird eine Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt, ist die Umsatzsteuer in dem Moment entstanden und fällig. Der leistende Unternehmer muss die Umsatzsteuer beim Finanzamt melden und abführen, auch wenn der Leistungsrechnungsempfänger noch nicht bezahlt hat. Dieser Grundfall nennt sich die Sollbesteuerung. Auf Antrag kann jedoch die Ist-Besteuerung gewährt werden. In dem Fall ist die Umsatzsteuer erst anzumelden und abzuführen, wenn die entsprechende Rechnung bezahlt wurde. Das bedeutet einen erheblichen Liquiditätsvorteil für den leistenden Unternehmer. Er muss die Umsatzsteuer nicht vorfinanzieren. Die Ist-Besteuerung wird jedoch auf Antrag nur gewährt, wenn die Umsatzsteuer des Unternehmens nicht mehr als 500.000 Euro in Klammern im Vorjahr betragen haben. Die Steueranmeldung gegenüber dem Finanzamt, Beschluss 18 Umsatzsteuergesetz. Ich besorge mir jetzt erstmal eine Weinschorle und dann geht's weiter. So, es geht weiter mit die Steueranmeldung gegenüber dem Finanzamt, Beschluss 18 Umsatzsteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes. Ständig taucht in den bisherigen Ausführungen der Begriff der Steueranmeldung gegenüber dem Finanzamt auf. Wann ist jedoch eine Meldung anzureichen? Welche Fristen sind zu beachten? Grundsätzlich gilt der reguläre Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist das Kalendervierteljahr. Beträgt die gemeldete und abgeführte Umsatzsteuer des Vorjahres mehr als 7.500, in Klammern eigene Umsatzsteuer abzüglich gezahlter Vorsteuer, ist der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. Beträgt die gemeldete Steuer weniger als 1.000 Euro im Jahr, ist nur eine jährliche Umsatzsteuererklärung abzugeben. Achtung! Das ist auch wieder für mich wichtig. Achtung, wurde ein Unternehmen neu gegründet, gilt für die ersten 2 Jahre der unternehmerischen Tätigkeit generell der Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum.
Das ist unabhängig von der Höhe der gemeldeten Steuer. Die Voranmeldungen sind bis zum 10. Tag nach Ende des Voranmeldungszeitraumes einzureichen. Die Steueranmeldungen sind elektronisch zu übermitteln. Die Voranmeldungen sind bis zum 10. Tag nach Ende des Voranmeldungszeitraumes einzureichen. Die Steueranmeldungen sind elektronisch zu übermitteln. Der Unternehmer kann eine Dauerfristverlängerung für die Abgabe der Voranmeldungen beantragen. Das bedeutet, dass er einen Monat länger Zeit hat, seine Voranmeldungen einzureichen. Fall 16, Dauerfristverlängerung. Dauerfristverlängerung, Fall 16. Die oberbayerischen Sägewerke mit Sitz in Pforzheim haben als Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteueranmeldung das Kalendervierteljahr. Die Gesellschaft hat eine Dauerfristverlängerung beim Finanzamt beantragt. Wann ist für das erste Kalendervierteljahr, 1.1. bis 31.3. die Voranmeldung spätestens einzureichen? Die Voranmeldung für das erste Kalendervierteljahr muss statt am 10. April spätestens am 10. Mai beim Finanzamt eingereicht sein. Die Zahlung der angemeldeten Umsatzsteuer verschiebt sich entsprechend auch um einen Monat bis spätestens zum 10. Mai. Hat der Unternehmer den Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum, muss er mit dem Antrag auf Dauerfristverlängerung zum 10.2. eines Jahres einen Obolus an das Finanzamt bezahlen. Dieser beträgt ein Elftel der Umsatzsteuerzahlung des Vorjahres und wird in der Voranmeldung für den Monat Dezember verrechnet. Der Grund dieser Regelung liegt im Liquiditätsvorteil für das Unternehmen. Das Finanzamt möchte an diesem Vorteil beteiligt werden. Unternehmensgründer müssen daher im ersten Jahr keine Sondervorauszahlungen leisten. Im Vorjahr existiert das Unternehmen noch nicht. Also ist die Bemessungsgrundlage 0 Euro. Besonderheiten im Umsatzsteuerrecht. 1. Besonderheit pauschale Vorsteuer. So. Besonderheiten im Umsatzsteuerrecht. Besonderheiten pauschale Vorsteuer. Anstatt tatsächlich geleistete Vorsteuerbeträge anzumelden, können bestimmte Berufsgruppen unter folgenden Voraussetzungen beantragen, pauschale Vorsteuerbeträge unter Anwendung besonderer Durchschnittssätze erstattet zu bekommen. Die Durchschnittssätze gelten nur für spezielle Berufsgruppen. Als Gewinnermittlung muss eine EÜR erstellt werden, kein Betriebsvermögensvergleich. Der Nettoumsatz des Vorjahres darf 61.356 Euro nicht übersteigen. So, und die werden jetzt aufgeführt gleich.
Wechselt er von der Besteuerung nach Durchschnittssätzen zur allgemeinen Besteuerung, dann ist er für 5 Jahre an diese Entscheidung gebunden. Vergleiche Beschluss 23 des Umsatzsteuergesetzes. Hier beispielhafte Durchschnittssätze für den Vorsteuerabzug, jeweils in Prozent vom Umsatz. Bäckerei 5,4%, Elektroinstallation 9,1%, Fliesenleger 8,6%, Friseur 4,5%, Gaswasserinstallation 8,4%, Drogerien 10,9%, der Gemüseladen bei 8,4%, der Fahrradladen liegt bei 12,2%, Schuhladen bei 11,8% und der Journalist bei 4,8%. Zwei, also wir waren bei 1, Besonderheiten im Umsatzsteuerrecht, 1 Besonderheiten pauschaler Vorsteuer und 2 Besonderheiten Kleinunternehmer. So, dazu gibt es auch gleich eine Großübersicht. So. Besonderheiten Kleinunternehmer. Die Umsatzsteuerpflicht gilt nicht für jeden Unternehmer. Sogenannte Kleinunternehmer unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht. Als Kleinunternehmer gilt jedoch nur, wer bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschreitet. Vergleiche Beschluss 19 des Umsatzsteuergesetzes. Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist wer? Im Vorjahr einen Gesamtumsatz von nicht mehr als 17.500 Euro zuzüglich Steuern erzielt hat und im laufenden Kalenderjahr einen Gesamtumsatz von nicht mehr als 50.000 Euro erzielen wird. Der Unternehmer kann natürlich auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn hohe Anfangsinvestitionen mit einem entsprechenden Vorsteuerabzug getätigt werden. Zu beachten dabei ist, dass diese Option den Unternehmer 5 Jahre bindet. Er kann also nicht Jahr für Jahr hin und her wechseln. Beschluss 19 Absatz 2 des Umsatzsteuergesetzes. Die Vor- und Nachteile gleich in einer Übersicht. Übersicht 11. Vorteile und Nachteile der Kleinunternehmerregelung. Vorteile. Geringere Anforderungen an die Rechnungsstellung. Keine unterjährige Erklärungspflicht gegenüber dem Finanzamt. Bei Dienstleistungen, vorwiegend gegenüber Privatpersonen, ist eine preiswerte Kalkulation möglich, da die ausgewiesene Umsatzsteuer für Privatpersonen eine zusätzliche Belastung darstellt, zum Beispiel Nagelkosmetik. Nachteile: Kein Vorsteuerabzug aus den Rechnungen anderer Unternehmer möglich. Schlechte Außendarstellung, Hinweise auf Kleinunternehmerregelungen muss auf jeder Rechnung erscheinen. Umsatz muss fortlaufend kontrolliert werden, um die Grenzen einzuhalten. Hinweis: Der Gesamtumsatz eines Kleinunternehmers ist nicht mit dem normalen Umsatz gleichzusetzen. Nicht zum Gesamtumsatz gehören zum Beispiel die Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Beschluss 19 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes, bestimmte steuerfreie Umsätze, zum Beispiel Bausparkassenvertreter, Vermietung, Verpachtung, Beschlüsse stehen auch da. Das bedeutet, neben den normalen steuerpflichtigen Umsätzen, die aufgrund der Kleinunternehmerregelung nicht besteuert werden, unschädlich 17.500 Euro im Vorjahr, 50.000 Euro laufendes Jahr, können zusätzliche Umsätze erzielt werden
ohne die Kleinunternehmerregelung zu gefährden. So, bevor es mit der Gewerbesteuer weitergeht, kommt die Großübersicht 12. Umsatzsteuerliches Prüfschema. Will ich auch erklären. Erstens Prüfschritte. Es erfolgt eine Lieferung, 1 Lieferung bzw. sonstige Leistung, 2 im Inland, 3 durch einen Unternehmer, 4 im Rahmen eines Unternehmens, 5 gegen Entgelt. Bei Antwort Nein, nicht steuerbar ohne Umsatzsteuer. Alle Antworten Ja. Zweitens Prüfschrift. Prüfschrift unterliegt der steuerbare Umsatz einer Steuerbefreiung gemäß Beschluss 4 des Umsatzsteuergesetzes. Ja, Umsatzsteuer, der Umsatz ist steuerfrei. Bei Nein soll zur Steuerpflicht gemäß Beschluss 9 optiert werden. Bei Nein ist der Umsatz steuerfrei. Okay. Beschluss 9 war. Okay, zu Beschlusssteuern steht hier nichts. So, muss man mal gucken. Ja, Umsatz ist steuerpflichtig. Drittens, Prüfschrift. Handelt es sich um einen Umsatz für den ermäßigen Steuersatz von 7%? Ja, dann wird er mit 7% besteuert, bei Nein mit 19%. So, als nächstes kommt die Gewerbesteuer und das sind noch, tada, 9 Seiten. Die schaue ich auch. Schluss für heute. Die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist eine Ertragssteuer, die nur durch gewerbliche Unternehmen zu zahlen ist und durch die Gemeinden erhoben wird. Die Ermittlung der Gewerbesteuerschuld, zumindest in Kurzform, soll Gegenstand nachfolgender Teillektion sein. Vertiefend kann der geneigte Leser alles im Buch Gewerbesteuer leicht gemacht erfahren. Fall 17, die Standortwahl. Der Gewerbetreibende G hat sich auf südamerikanische Zigarren spezialisiert und sucht nun nach einem geeigneten Standort für den kleinen Tabakwarenhandel, den er eröffnen möchte. Wegen der günstigen Gewerbesteuersätze empfiehlt ihm ein Freund die Gemeinde X. G ist verwundert, weil er dachte, dass die Steuersätze in Deutschland überall gleich seien. Was wird ihm sein Freund darauf antworten? Die Gewerbesteuer stellt die sogenannte Gemeindesteuer,
die Haupteinnahmequelle der Kommunen dar. Sie dient der Gemeinde als Entschädigung für die stärkere Beanspruchung der vorhandenen Infrastruktur, Straßen etc. durch Betriebe und Fabriken. Jede Gemeinde kann individuell einen Hebesatz für die Höhe der Gewerbesteuer festsetzen. In Deutschland liegen die Hebesätze je nach Attraktivität und Lage der Gemeinden zwischen 200% Mindesthebesatz nach Beschluss 16 Absatz 4 Gewerbesteuergesetz und 94% einzelne Ausreißer nach oben existieren. Der Gewerbetreibende wird also durch seinen Freund erfahren, dass es hinsichtlich der Gewerbesteuer in Deutschland durchaus Unterschiede gibt. So, also Gewerbesteuer unterschiedlich je nach Standort und es gibt einen Hebesatz. Gewerbesteuerpflicht. Fall 18. Gewerbesteuerpflicht. Der Tabakwarenhändler G. hat endlich einen geeigneten Ort für seinen Laden gefunden. Nun fragt er sich jedoch, ob er überhaupt verpflichtet ist, Gewerbesteuer zu zahlen oder ob dies nur auf das produzierende Gewerbe zutrifft. Außerdem kann er sich nicht vorstellen, dass er mit seinen 15.000 Euro Gewinn auch noch dieser Steuer zahlen muss, hat er recht. Der Gewerbesteuer unterliegt jedes gewerbliche Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes, das im Land betrieben wird. Die Gewerbesteuerpflicht beginnt mit der Aufnahme der werbenden Tätigkeit und endet mit deren Einstellung. Unter einer werbenden Tätigkeit wird der Marktauftritt nach außen verstanden. Bloße Vorbereitungshandlungen, Einrichtungen des Büros vor Eröffnung des Betriebs unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht. Grundsätzlich muss also unser Gewerbebetreibender G in der Gemeinde X Gewerbesteuer zahlen, wenn er dort einen Tabakwarenhandel eröffnen will. Die Gewerbesteuer wird durch Abgabe einer Gewerbesteuererklärung ermittelt. Eine Gewerbesteuererklärung hat jedes gewerbliche Unternehmen abzugeben, dessen Gewerbeertrag über 24.500 Euro liegt. § 15 Gewerbesteuerdurchführungsverordnung Gewerbesteuer. Der Tabakwarenhändler G ist also von der Abgabepflicht eine Gewerbesteuererklärung befreit. Der Gewinn und davon abgeleitet der Gewerbeertrag liegt unter dem Freibetrag von 24.500 Euro. Leitsatz 5. Die Pflicht zur Abgabe einer Gewerbesteuererklärung. Freiberufler sind grundsätzlich nicht gewerbesteuerpflichtig. Gewerbetreibende, die eine EÜR erstellen, müssen eine Gewerbesteuererklärung abgeben, wenn ihr Gewerbeertrag 24.500 Euro übersteigt. Die Befreiung in der Gewerbesteuer ist das nächste. Ich glaube, ich brauche gleich noch eine Weinschorle.
Befreiung in der Gewerbesteuer. Aus sozialpolitischen oder anderen Gründen existieren in der Gewerbesteuer zahlreiche Befreiungstatbestände. Das bedeutet, auch wenn ein de facto gewerbliches Unternehmen vorliegt, ist nicht automatisch eine Gewerbesteuererklärung abzugeben. Bevor also die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage ermittelt wird, ist zu prüfen, ob die Gesellschaft nicht von der Gewerbesteuer befreit ist. Von der Gewerbesteuer befreit ist Beschluss 3 Gewerbesteuergesetz. Von der Gewerbesteuer befreit, Beschluss 3 Gewerbesteuergesetz sind zum Beispiel Bundeseisenbahnen, staatliche Lotterieunternehmen, öffentliche Spielbanken, die im Staats- oder Landesbesitz befindlichen Banken, Bundesbank, Landesbank, Körperschaften, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, private Schulen oder andere allgemeinbildende Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Altersheime. Berechnung der Gewerbesteuer. Wie verrechnet sich nun also der Gewerbeertrag als Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer? Der Gewerbeertrag ist der im Rahmen der Einnahmeüberschussrechnung ermittelte Gewinn. Dieser Gewinn ist jedoch nicht 1:1 für die Gewerbesteuer zu übernehmen. Stattdessen existieren spezielle Korrekturnormen, die Hinzurechnungen. Beschluss 8 Gewerbesteuergesetz und die Kürzungen, Beschluss 9 Gewerbesteuergesetz in der Gewerbesteuer. Der Gewerbeertrag ist immer auf volle 100 Euro nach unten abzurunden, Beschluss 11 Absatz 1 des Gewerbesteuergesetzes, und bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist ein Freibetrag von maximal 24.500 Euro zu gewähren. Leitsatz 6. Die Ermittlung des Gewerbeertrages. Gewerbliche Unternehmen unterliegen der Gewerbesteuer, soweit keine Befreiung gemäß Beschluss 3 Gewerbesteuergesetz vorliegt. Die Grundlage für die Ermittlung der zu zahlenden Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Der Gewerbeertrag ist der einkommensteuerrechtliche Gewinn gemäß Einnahmeüberschussrechnung, korrigiert um die gewerbesteuerliche Hinzurechnungs- und Kürzungsbestände gemäß Beschluss 8 und 9 des Gewerbesteuergesetzes. Für natürliche Personen und Personengesellschaften ist ein Freibetrag von 24.500 Euro zu berücksichtigen. Liegt der Gewerbeertrag unter 24.500 Euro vor Berücksichtigung des Freibetrages, muss keine Gewerbesteuererklärung eingereicht werden. Das ist § 25 der Gewerbesteuerdurchführungsverordnung. So.
Die Steuermesszahl, der Steuermessbetrag und der Hebesatz. So. Bevor es damit weitergeht, brauche ich erstmal noch ein Glas Wein schauen. Okay. Die Steuermesszahl, der Steuermessbetrag und der Hebesatz. So wie im Einkommensteuerrecht existiert auch im Gewerbesteuerrecht ein Verlustabzug. Der Gewerbeertrag wird nach Abzug eines eventuell vorhandenen Verlustvortrages, siehe der Verlustvortrag in der Gewerbesteuer, mit der Steuermesszahl multipliziert. Diese Steuermesszahl beträgt immer 3,5%. Das ist Beschluss 11 des Gewerbesteuergesetzes. Der so ermittelte Wert ist der sogenannte Steuermessbetrag. Bis zu dieser Stelle erfolgt die Berechnung durch das zuständige Finanzamt. Das Finanzamt übermittelt in der Regel den festgestellten Steuermessbetrag an die Gemeinde. Der ermittelte Steuermessbetrag ist die Grundlage für die Bemessung der Gewerbesteuer. Jede Gemeinde kann individuell einen Hebesatz für die Höhe der Gewerbesteuer bestimmen. Der Hebesatz wird mit dem Steuermessbetrag multipliziert. Das Ergebnis ist die zu zahlende Gewerbesteuer. Hinweis: In Großstädten Berlin, Hamburg etc. erfolgt die Voranmeldung zur Gewerbesteuer ebenfalls durch das Finanzamt. Das bedeutet, Sie bekommen sowohl den Steuerbescheid über den Gewerbesteuermessbetrag als auch den Bescheid über die zu zahlende Gewerbesteuer vom Finanzamt. So. Fall 19. Die Ermittlung der Gewerbesteuer. Herr Pontius hat mit seinem Reisebüro einen Gewerbeertrag von 85.500 Euro. Der von der Gemeinde festgelegte Hebesatz beträgt 250% bzw. 490%. Wie hoch ist der Steuermessbetrag? Wie hoch ist die zu zahlende Gewerbesteuer? Der Gewerbeertrag wird mit der fixierten Steuermesszahl von 3,5% multipliziert. Gewerbeertrag 85.500 Euro mal Steuermesszahl 3,5% sind 2.992 Euro. Das Ergebnis ist der Steuermessbetrag. Der Steuermessbetrag wird durch Bescheid vom Finanzamt sowohl der Gesellschaft als auch der zuständigen Gemeinde bekannt gegeben.
Die Gemeinde multipliziert den Steuermessbetrag mit dem festgesetzten Hebesatz, also entweder 250% oder 490%, und dann landet man oder irgendwas dazwischen bei 7.480 Euro oder 14.660 Euro. Von Herrn Pontius werden 7.480 Euro Hebesatz 250% bzw. 14.660 Euro Hebesatz 94% an Gewerbesteuer durch die Gemeinde angefordert. Gleichzeitig können anhand dieser Gewerbesteuervoranlagung auch vierteljährliche Vorauszahlungen wie in der Einkommensteuer festgesetzt werden. Diese sind am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres fällig. Für Alternative A, Gewerbesteuer 7.480 Euro würden 1.870 Euro und für die Alternative B, Gewerbesteuer 14.660 Euro, 3.665 Euro an Vorauszahlungen festgesetzt werden. Hinweis: Vorauszahlungen werden festgesetzt, sobald die zuletzt veranlagte Gewerbesteuerschuld größer gleich 200 Euro war. Steuertipp: Gemeinden mit einem niedrigen Hebesatz bilden somit einen echten Standortvorteil für Unternehmer, weil dadurch die effektive Belastung mit Gewerbesteuer sinkt. Leitsatz 7, die Ermittlung der Gewerbesteuer. Aus Gewerbeertrag wird durch Multiplikation mit der Steuermesszahl immer 3,5% der Gewerbesteuermessbetrag gebildet. Dieser Messbetrag wird der Gesellschaft und der Gemeinde durch das zuständige Finanzamt bekannt gegeben. Die endgültige Festsetzung der Gewerbesteuer erfolgt durch die Gemeinde. Sie multipliziert den Messbetrag mit dem festgelegten Hebesatz. Das Ergebnis bildet die Gewerbesteuerschuld. Je höher der Hebesatz der Gemeinde, desto höher ist die Belastung mit Gewerbesteuer. Übersicht 13: Gewerbesteuerermittlung. Die Gewerbesteuerermittlung bei natürlichen Personen und Personengesellschaften. Gewinn gemäß Einnahmeüberschussrechnung. Und da gibt es Hinzurechnungen gemäß Beschluss 8 Gewerbesteuergesetz und Kürzungen gemäß Beschluss 9 des Gewerbesteuergesetzes. Gewerbeertrag minus Verlustvortrag. Gewerbeverlust gemäß Beschluss 10a des Gewerbesteuergesetzes. Korrigierte Gewerbeertrag abgerundet auf volle 100 Euro minus dem Fallbetrag von 24.500 Euro. Das ist der maßgebliche Gewerbeertrag. Steuermesszahl 3,5%, Steuermessbetrag, und dann wird das multipliziert mit dem Hebesatz der Gemeinde
Und man hat die festzusetzende Gewerbesteuer. Sehr schön. So. Wir nähern uns dem Ende. Und jetzt kommt die Hinzurechnungen in der Gewerbesteuer. Die Hinzurechnungen und die Kürzungen bilden eigenständige Korrekturnormen auf dem Weg zur Ermittlung des Gewerbeertrages. Hinzurechnungen sind eigenständige Korrekturnormen zur Ermittlung des Gewerbeertrages. Sie dienen dazu, Fremdfaktoren bei der Ermittlung des Ertrages eines Gewerbebetriebes zu glätten und Betriebe gleicher Ausrichtung und Größe vergleichbar zu machen. Die wichtigste Korrekturnorm hier ist